Lese noch die, also wenn ihr jetzt noch looten wollt, Ausrufezeichen Loot oder Loots und danach lese ich noch die Loots vor. Oh, Robinho YouTube. Kann man ja nachschauen, wie viele Abonnenten der hat. Machst du auch mal was wie Trimax zum Beispiel einen Chef-Talk? Wenn wir dann mal auf eine bestimmte Zuschaueranzahl kommen, kann man das mal machen, aber ich will auch nicht zu viel von Trimax kopieren, aber das ist auf jeden Fall keine schlechte Sache, was er da macht. Wie heißt der Real Life? Dominik, was hältst du von Pains? Wer ist Pains? Sorry, wenn ich jetzt den Kollegen hier nicht kenne. Hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Oh, der Henker verrichtet da auch böse Arbeit. Stirb jetzt mein. LOL, was war das? Okay. Oh. Jetzt fängt diese Pullerei hier auch noch an, oder was? Na, wobei. LOL. Jetzt sieht er einen King Tower, den aktiviert. Gut, er hat jetzt seinen King Tower aktiviert. Mit Hilfe von meinem Riesen. Hat er auf jeden Fall schlau gemacht. Kann man so machen. Muss man aber nicht. Bitte. Jawohl. Sehr schön. Er greift hier die Barbaren an. So wollte ich das. Setzt er uns noch einen Riesen davor? Ich glaube nicht, oder? Jo, macht er nicht. Wie kann man Pains nicht kennen? Den kenne ich sogar. Ja, ich war, wie gesagt, ich weiß nicht, wer Pains sein soll. Über 900k Abos. Ja, wie gesagt, ich bin nicht so krass auf YouTube unterwegs. Ich schaue mir ab und zu mal Trimax an. Wen gehe ich mir denn noch so? Boah, starker Lightning. Yes, Sir. Ja, also das haben wir, guck mal, das haben wir so in der Tasche. Lol. Zwei Henker am Start. Ja, machen wir mal so den Lightning einfach. Das gewinnen wir auch. Easy peasy. Ich grüße Johann. Jo, servus. Du hast Pain sogar als Freund. 965.411 Abonnenten. Okay. Was, Alter? Irgendwer gegen ihn hat gewonnen, einfach 965.000 Hola, buenas Abonnenten. chavales, ya estamos aquí en Ah, nuevo den video de kenne Clan. ich. Also den Rubinho kenne ich. Was? Das ist so ein Spanier. Kannte Rubinho bisher auch nicht. Ja, krass. Wir gewinnen hier gegen jemand, der 965.000 Abonnenten hat. Grüße bitte, Jonas. Ja, servus.